Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid hier auf meinem YouTube-Channel. Heute zum Body Movement zweiten Teil. Und zwar geht es los mit einer Hüftrotation. Letztes Mal hatten wir den vertikalen und heute der horizontale Teil. Wunderbar. Und zwar stell dich wieder schön zentriert auf beide Füße. Es geht los mit der Bewegung nach rechts. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist eine Hüftbewegung, eine Rotation, die wir nach hinten starten. Das heißt, fang langsam an und Betonung, Betonung. Nochmal langsam nach hinten und Betonung, Betonung. Und noch einmal langsam nach hinten, Betonung, Betonung. Wunderbar. Jetzt geht es zur anderen Seite und zwar nach links. Du nimmst das Becken nach links zur Seite, hast dann eine Rückwärtsbewegung und nach vorne. Also immer dran denken, du machst Kreise. Ich zeige dir das mal von der Seite. Und zwar, du fängst jetzt auch an nach links. Wunderbar. Also wir haben nach hinten, nach vorne, nach vorne. Okay, schön dran denken, Betonung nach hinten fängt an. Also wir starten das Ganze einmal nach rechts, dann nach links. Es geht los, über die rechte Seite nach hinten und vorne 1, vorne 2, noch einmal nach hinten und vorne, wunderbar. Wechsel einmal das Gewicht rüber, stehst jetzt auf links, danach geht es los, nach hinten und nach vorne und nochmal hinten, vorne, vorne nochmal, nach hinten und Betonung, Betonung. Wunderbar. So, das war jetzt im Grunde schon fast der zweite Teil. Es fehlt noch eine Bewegung und zwar die horizontal liegende 8. Sieht so aus. Stell dir vor, dass deine Wirbelsäule wie die Achse eines Rades ist. Das heißt, du bleibst wirklich schön zentriert. Schau drauf, achte darauf, dass dein Oberkörper richtig zentriert bleibt und du keine große Bewegung im Oberkörper machst. Was der Oberkörper tut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, nochmal ein anderes Thema für eine andere Stunde. Ja? Okay. So, jetzt geht es los. Und zwar, denk dir mal, dass du das Becken vorwärts und rückwärts drehst. Da habe ich übrigens schon mal eine ganz schöne Hüftrotationsbewegungsvorbereitungsstunde gemacht für dieses Thema. Das findest du hier, wenn du auf den Button klickst. Okay, also von dem her gehe ich jetzt nicht so tief ins Detail. Du schiebst jetzt einmal die rechte Beckenseite vor und machst eine Halbkreisbewegung nach hinten. Du siehst jetzt, dass deine Hüfte diagonal steht, ziehst jetzt deine linke Beckenseite vor und rotierst sie wieder halbkreismäßig zurück. Schiebst rechts vor Rotation, schiebst links vor Rotation und rechts vor Rotation und links vor Rotation. Rechts vor, links rück. Rechts vor, genau, im Wechsel. Sehr schön. So, und dadurch, dass wir das jetzt sozusagen schon auf beiden Seiten gemacht haben, hast du schon beide Seiten gelernt. Ja, das heißt, wir bauen jetzt mal beide Elemente zusammen. Das war einmal die Kreisrotation mit hinten beginnen, Betonung nach vorne, um dann in die Achtbewegung zu kommen. Dann fangen wir auch wieder nach hinten auf der anderen Seite an, zweimal nach vorne Rotation und dann auch hier in die Achtbewegung. Okay, ich bin gespannt. Es geht los. Also über rechts beginnen wir, nach hinten geht es los. Schieb dein Becken, also über rechts. 5, 6, 7 und nach hinten, Betonung, vorwärts, vorwärts und wir gehen in die Rotation, in die 8, nochmal 8, sehr schön, wunderbar. So, wenn wir jetzt hier auf der linken Seite angekommen sind, dann geht dein Becken als erstes nach hinten und du startest die Kreisbewegung. Ja, wollen wir gleich mal hier loslegen? Es geht los. Und nach hinten, Betonung, erstes Mal. Zweites Mal, du kommst nochmal und über die 8, die 8, die 8, die 8. Und wenn wir hier wieder angekommen sind, geht es nach hinten wieder los. Und jetzt vervollständigen wir das Ganze, ja? Zwei Sachen. Es geht los. Und 1, vorne, vorne und über die 8, die 8, die 8. Es geht links los, über hinten und rückwärts. Vorne, vorne und nochmal über die 8, die 8, die 8
Und los geht's. Über hinten, nach vorne, nach vorne. Diagonal, die 8, die 8, die 8, Gewicht nach links, hinten, über vorne und die 8, die 8, die 8, die 8. Wunderbar. Das war der zweite Teil unserer Body Movement Choreografie. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere meinen Channel und dann sehen wir uns zur dritten Session. Beim nächsten Mal.